Weiter geht's! Und ich muss erstmal Leute umbringen. Holy sh... Ja, das war der Folgenanfang. Ich hab zu lange gebraucht, in Stellung zu gehen. Witzig, ich bin gar nicht erst in Stellung gegangen, das war mein Fehler. Du willst meine Familie ficken, ha? In mein Haus einbrechen, mir ein Scheiß klauen, ha? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Muss ich mir den ganzen Scheiß jetzt nochmal anhören? Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen! Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine, ich fick deine. Fotze! Na komm. Ich hab nicht ewig Zeit. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus. Als ob ich den jemals gebraucht hätte. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Na kommt! Außenrum von der Seite! Schleicht euch an den Wichser ran! Denkt an Iraq! Von der Seite! Umgeht ihn! Lauft nicht auf ihn zu, kommt von der Seite! Außenrum von der Seite! Ich sehe es! Wisst ihr, wie sehr ihr mir auf den Keks geht gerade? Ja, das tut weh, ne? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mir los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Tut mir fast ein bisschen leid. Das wird mächtig wehtun. Der lebt ja noch, der Arsch. Alter, wieso lebt der Arsch noch? Er hat eine fucking Bombe ins Gesicht gehauen. Ich hätte einfach verprügeln sollen. Ach nee, den ganzen Quatsch schon wieder. Oh Gott. Du gehst mir auf den Keks, Junge. Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch. So, Dalbombe hin. Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Da eine Bombe hin. Fick dich. Fick dich. Halt die Schnauze. So, neue USV. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser. Selbstgerechte Weltverbesserer. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen. Da tun wir mal so eine hinschmeißen. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine, ich fick deine. Fotze! Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Ah, können wir das mal hinter uns bringen? Danke sehr.
Niemals! Niemals! Yo, geh du ihm auf, los! Der ist an mir dran! Oh! Fang nie Krieg mit einem Soldaten an! Fang nie Krieg mit einer Ein-Mann-Armee an! Du denkst, wir sind Freunde? Wir labern ein bisschen! Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Schnauze. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Auf keinen Fall lassen mich ver... Wieso darf ich den Tünnis nicht zu Brei schlagen? Was ist das für ein Tünnis? Was ist das für ein Tünnis? What the fuck? Nochmal von vorne. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. So, ein bisschen USVs verteilen. Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen! Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten! Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fick deine! Fotze! Muss man sich das immer wieder anhören, ey. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Bring den Scheißkerl um. Ah, wir sind nicht mehr wieder so weit. Mann, scheiße. Ich was zum... Seit wann kommt die hinter mir? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann diesmal jage ich ihn. Du musst auch weitererzählen. Bis zur Endlichkeit. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Diesmal jage ich ihn... ...von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Ich jag dich in die Stratosphäre, Junge! Wie konnte das denn passieren? Sieh dich doch! Alter, geht doch. Scheiß Tünnis. Scheiß Iraq. Iraq beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie.
Du gehst mir verdammt nochmal auf den Keks, du scheiß Kerl! Mann, ging der mir auf den Keks, Irak! Tschüss! Was ein Arsch! Du machst eine Menge Lärm, aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie. Oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Darf ich ihn jetzt endlich umbringen? Bitte? Irgendwo ist der Kerl. Wo führt mich die Mission hin? Mission, wo bist du? Mission? Ah, Bunker. Was? Hier ist die Mission? Da klopft einer an. Okay. Klopf, klopf. War schon Akt 4? Alter, jetzt geht's aber schnell. Wir sind schon fast bald durch. Wenn das so weitergeht. Ich reise ja auch noch durch hier. Können wir den Zusatzstories anfangen und... Also mit Zusatzmissionen. Okay, los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und einen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irak wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel auch! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! So schön, danke auch. Junge, geh mir nicht auf den Keks. Ach, komm schon, Mann, die reinste Malware-Flut. Ach, du Heiligen. Ich kann ihn nicht blocken. Alter. Howdy. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Defaults Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anheuern. Er ist gut. Da, wer ist er? Das ist er. Defort. Der Dreckskerl. Winke, winke. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Play me. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an.
Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Scheiße, Mann. Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab. Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Und ich habe ihr vertraut. Uberporn. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Nicht gut. Hat einen Fehler gemacht. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Clara war die, die uns am Anfang in die Scheiße geritten hat, die, von denen die wussten, nach wem sie suchen müssen. Was für ein Spieler, oh je. Dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Oh je, oh je, oh je. Was für eine Scheiße läuft hier eigentlich? Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sag ich den Ort. Oh je, oh je, oh je. Das lief alles andere als gut. Das lief schlechter als suboptimal. Oh je. Wo treffen wir uns denn? Hier oben. Können wir einrichten. Oh, steht sogar eine Karre bereit. Nice. Platz da, hier komme ich. Ich erste alles. Tut, tut. Ach, driften. Etwas, was ich im realen Leben wahrscheinlich niemals hinbekommen würde. Mal ganz davon zu schweigen, dass die Karte, die ich habe, viel zu schwer ist. Umfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Schnauze. Nichts gegen mich, ey. Naja. Dann reden wir beim nächsten Mal mit Damien. Und versuchen ihm nicht auf die Fresse zu hauen. Ich werde es versuchen. Ich verspreche es euch. Ich versuch's. Was nicht heißt, dass ich mich daran halten werde. Ja, bis dahin. See ya, Leute.